So, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Monkey Island 2 Special Edition der Chuck Revenge. Ja, wir geben ein Buch ab. Gleich. Also, wir sind hier hochgefahren. Da war ja quasi noch da. Ihr habt die Außenansicht gesehen, aber ich habe eine Aussage gemacht in der letzten Folge und da werde ich mich dran halten, denn ich habe echt vergessen, euch die Geschichte sozusagen, um dieses Spiel näher zu bringen oder was beziehungsweise passiert ist, als dieses Spiel rauskam. Weil ich bilde mir auf, einen Bildungsauftrag zu, einen Bildungsauftrag zu haben. Schwieriges Wort. Spiel. Egal. Deswegen kommt jetzt ein bisschen Geschichte. In 5 Minuten, glaube ich, könnt ihr dann wieder normal schauen, wenn es euch nicht interessieren sollte. Für alle anderen, in Moskau kam es zu einem Putsch, bei dem der amtierende Staatspräsident Michail Gorbatschow abgesetzt worden ist, was gleichzeitig das Ende der Sowjetunion einläutete. Helmut Kohl war der aktuelle Bundeskanzler, deutscher Meister war der erste FC Kaiserslautern, lang, lang ist her. Ayrton Senna war mit McLaren Honda Formel 1 Weltmeister. Benzinpreise normal bei 65,2 Pfennig. Das ist krass. Super 73,5 Pfennig und Diesel 54,2 Pfennig. Die Mehrwertsteuer war bei 14%. So, und jetzt wird es wirklich interessant. Das ist also... aber jetzt kommt das wirklich interessante Zeug. Es wurde der letzte Trabi gebaut. Im Jahre 1991 wurde der allerletzte Trabi gebaut. Die Top 10 der Charts, also der Jahrescharts, waren auf Platz 10 Torfrock mit Beinhardt, auf Platz 9 Seal mit Crazy, Platz 8 CNC Music Factory, Gonna Make You Sweat, auf der 7 war Dr. Alban mit Hello Africa. Auf der 6 Zucchero und Paul Young mit Senesa una Donna. Was auch immer das heißt. Der Krebs mit Ich bin der Martine war auf Platz 5. Cher auf Platz 4 mit The Shoop Shoop Song. Bryan Adams Everything I Do It For You belegte Platz 3. Folgt von Roxette auf der 2 mit Joyride. Und auf Platz 1. Ja, wer sich an die Zeit erinnert, der sollte eigentlich drauf kommen können. Wind of Change von den Scorpions. So. Nirvana brachten ein Album raus auch, aber vor allem ein Lied, das, glaube ich, so ziemlich jeder kennen dürfte. Smells Like Teen Spirit. Und das hat mich tatsächlich am meisten umgehauen. Ich finde es großartig. Metallica brachten ihr Black Album raus. 10 Jahre nach ihrer Gründung das erfolgreichste Album ever. Glaube ich zumindest. Also auf jeden Fall das Album, das ja ihre weitere Karriere bestimmen sollte. Etwas trauriger dann Eric Carr, der Drummer von Kiss, starb und auch Freddie Mercury, der Sänger von Queen, wer das zufällig nicht wissen sollte. Durch den Tod von letzterem kam Bohemian Rhapsody zum zweiten Mal auf Platz 1 der Charts und hielt sich da auch ewig und 3 Tage. An Filmen grundsätzlich, was so gab, war der sich einen Wolf tanzt. Entschuldigung, der mit dem Wolf tanzt natürlich, Entschuldigung. Kevin allein zu Hause, Robin Hood, König der Diebe. Ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, ich hätte es googeln können, aber jetzt müsste schon die Kevin Costner-Geschichte sein, oder? Das andere ist ja Helden in Strumpfhosen. Ja, nee, klar, natürlich, das ist die Kevin Costner. Also Kevin Costner hat 2 Filme gemacht, hurra. Terminator 2 war in Kinos, Die nackte Kanone 2,5, Das schweigende Lämmer und Hot Shots. Die Mutter aller Filme. Waren das jetzt 5 Minuten? Ich bezweifle es irgendwie. Das waren eher so 3 Minuten. Naja, macht nichts. Wer vorgespult hat, schäme dich! Bildungsverweigerer. Alle anderen, es geht weiter. So. Genau, ich wollte mein OBS wieder hier haben. Ich habe es nämlich nicht mehr gesehen. So, ja, wir wollten ein Buch abgeben und das tun wir jetzt auch. Bei der Voodoo-Mama, oder wie die heißt. Voodoo-Lady, Voodoo-Mama. Ja, selbstverständlich sind wir wieder da, weil ich habe ein Rezeptbuch. Aha. Thanks. Überhaupt auf, ja. Remember, just a dabber-do-ya. Dabber-do-ya? Okay, nachdem wir wissen, wo menschliche Asche ist, würde ich sagen, gehen wir zur menschlichen Asche oder Rudern oder was auch immer. Also, wir begeben uns auf jeden Fall dorthin.
Ich habe übrigens kein Bier mehr. Der Marc kann mir gerne ein Bier verbreibingen. Vielleicht doch nicht. So. Wir wollten zum Friedhof, ne? Dahin. Gruft. So. Ist es... Okay. Dort muss ich da erst reingucken, wahrscheinlich. Nur scheint zu passen. So sah das da aus. Phew, that was a close one. If I didn't have my flame-resistant apron on, I would have been killed. Du bist tot. You were killed, Rap. What? You're deader than dirt. I'm dead? Cold as leftover pork chops. But I'm not ready to die. I feel my soul is not at peace. There is something I must do before I pass on. Okay. Rasch Krieg und Frieden zu Ende zu lesen? Ich glaube nicht. Like, you mean finish war in peace? No. I just have this nagging feeling that I left the gas on in my restaurant. It's driving me crazy. Okay. Did I mention I'm looking for Big Whoop? Big Whoop? I'll take that secret with me to my grave. Das ist eine gute Antwort. You have it with you? Great. You can have my part of the map to Big Whoop, but only if you do me a favor first. Could you check the gas on my weenie hut for me? Okay. What do you care about it? You're dead. Please? Pretty please? Sure, I'll check it. Thanks. Here's the key. Oh. Okay. Ja, wir haben Schlüssel. Die Würstchenbude und... Kann gerade irgendwie machen. Okay. Ich kann hier gerade gar nichts mehr machen. Also ihr seht genauso viele Mauszeiger wie ich. Ich sehe erst wieder, wenn ich hier rausgehe, einen. Deswegen versuche ich es mal. Mit Platz 2. Dann gehen wir zurück und dann laden wir mal. Hier, ne? Ja. Okay, das ist schlecht. Einstellung. Ich würde vorschlagen, ich lade einfach mal neu. Also komplett neu. Mach das Spiel aus und so weiter und so fort. Hier sieht dabei meinen tollen Behausebildschirm. Hurra! Ist ja nicht schön. Beenden. Ohne Speichern beenden, weil das hatten wir ja gerade. Spiel beenden. So. Dann, zack. Wir spielen Monkey Island. Monkey Island lädt. Könnt ihr eigentlich zugucken? Jetzt ist es zu schwarz. Jetzt nicht mehr. So nämlich sieht das aus. So, weiter und laden mit, hier. Ja. Schlecht. Schauen wir mal den letzten Autosave. Okay, das war hier.
That was a close one. If I didn't have my flame-resistant apron on, I would have been killed. Okay, wir haben einen Mauszeiger wieder. Where exactly did you buy that apron wrap? Stan's previously owned restaurant supply. Why do you ask? Look, Rap, you're dead. What? Du bist nur noch ein Häufchen Asche. Du bist abgeritten zu den Ahnen. Du hast dein letztes Würstchen gebraten. Du kochst und schmorst in der Hölle. Du hast deinen Verfallsdatum längst überschritten. Ich finde das mit den Würstchen cool. You've shivered your last timber. I'm dead. Armer Kerl. Kalt wie das Mittagessen von gestern, das hatten wir schon. Steif wie ein Hackbrett. Grün wie ein einjähriger Hamburger. Ja, grün ist er tatsächlich ein bisschen. Hart wie ein Brot vom letzten Monat oder eingelegt und verpackt wie ein Rollmops. Green is your old pickle relish. I'm not ready to die. I feel my soul is not at peace. There is something I must do before I pass on. Okay, das wäre echt widerlich, es tut mir leid. Nehmen wir das. Ja, wobei, den kriegen wir doch eh von. Perfect plumps when cooked wiener technology? No. I just have this nagging feeling that I left the gas on in my restaurant. It's driving me crazy. Machen wir das mal. Gas for your app. Thanks. Here's the key. Wir kriegen den Backboot bestimmt trotzdem. Ich sehe es nur. Ach Gott. Okay. Von hier aus müssen wir zum Weg. Und an den Strand, da war doch die. Bisschen wunden Teil, oder? Bild mir das ein. Ja, wir werden es gleich sehen. Übrigens, die 3 Minuten, die ihr Bildung erfahren habt, kriegt ihr natürlich hinten drauf geschlagen. War doch das hier, oder? Ja, genau. Selbstverständlich den Schlüssel in Tür. Ah, cool. Okay. There's something written underneath. It says, remember to turn off. Da machen wir. Was gibt's denn hier so? But I can still smell the pickles. They're empty, but I can still smell the pickles. It's stuck shut with old grease and pork fat. Yeah. It's open. It's empty. Except for the baked on weenie juice. It's rusted open. Gibt's sonst nichts mehr? Wirklich alles, was wir machen sollten? Gibt's über den Fässer? Können wir die Fässer mitnehmen, ne? Why would I want to carry around big empty pickle-soaked barrels? Weil? Okay. Also hier gibt's nichts mehr, oder? Es gibt hier die Regler, es gibt den Ofen und den Ofen, es gibt die beiden Fässer. Hier sieht auch nichts, oder? Ah, hier gibt's noch die Tür, gut, klar. Gibt Sinn, ich muss ja auch irgendwie wieder rauskommen. Sonst gibt's hier nichts. Dann würde ich sagen, gehen wir nochmal zurück. Wrap Scallion Steam and Weenie Hut. Place order here. Looks closed. Looked as closed. Oder geschlossen im Sinne von das Etablissement generell ist zu. Eigentlich ist das gemeint. Okay, wir wollen hier hin. Decken wir ihn da auf und sagen, hey, dein Gas ist aus. Und dann kriegen wir die Karte. Hoffentlich. Moment. Bevor ich da runtergehe, speichere ich mal. Wir wissen ja, da unten ist es ein bisschen laggy. So, und wir machen das. Und ob wir da wenigstens einen Prozentpunkt schon weiter sind. Ah, schade. Bis dahin können wir es nicht unterscheiden. Nur
nach Speicherplatz. Ja gut. Kein Problem. So, loggen wir mal in den Saugnei. So. Well? You were right. The gas was on. I turned it off. Thanks. I guess where I'm going, I won't need this map anyway. Ist ja eklig. Now I can rest in the folds of the earth. Like a steaming weenie in a soft, fresh bun. Ah. Okay. Wir haben einen Teil von Big Whoop. Damit möchte ich jetzt mal zu dieser Kartenmacher. Vielleicht kann er da daraus schon mal irgendwie was erkennen. Das kann ich mir. Utik. Ich weiß gar nicht, wer noch alles einen hatte. Mit diesem Beinahe rum kann man doch bestimmt auch irgendwas machen. Guck ich mal bei dem Kollegen. Ne, nicht beinahe rum, beinahe Grog. War das ja. I'll only drink part of it. Hm. Achso, ich kann. I'll only drink part of it. Okay. Ich denke, den beinahe Grog ist immer leerer. No thanks. Aha. Jojo's too into his music to notice. Ist er nicht? Bananen noticed er auch. Das Bananen hängt da. The monkey. Excuse me. Yeah, boy. Bartender, get me a drink. Name your poison. I'll have Yellowbeard's baby. Oh, you haven't even finished the one you got. Come on, drink up. Okay. Nice place you have here. Well, see ya. Okay, hier kann ich nichts mehr machen. Aber ich muss hier irgendwas. Oder später. Da kann ich die Banane mit irgendwie einem. That doesn't seem to work. Okay. Banane mit dem That doesn't seem to work. Oh. Banane mit dem blauen. That doesn't seem to work. Okay. Banane mit dem Strohhalm. Okay, ein Strohhalm mit dem. It's an acquired taste. Okay. Ugh. It's an acquired taste. Ugh. It's an acquired taste. Okay. Kann ich da noch Blau dazu schmeißen? Leere Tasse. Wozu braucht man eine leere Tasse? I'll only drink part of it. Ugh. It's an acquired taste. I don't like to mix my drinks like that. I don't know how to play. Vielleicht der Affe? That doesn't seem to work. Nah, I have a thing about lice. Okay. Hat irgendjemand irgendwie gesagt, er braucht, möchte was trinken? Hm. Jetzt nicht erinnern. Hier war der Kartenmacher drin, oder? Ja. Hallo. Schauen wir doch mal. What's this? A map? Looks like only part of a map. Ja, das ist richtig. Come back when you have the whole thing. Maybe okay. I can help you then. Ja gut. Ging gerade so ein bisschen die Ideen aus.
Da war Captain Dread. Komm ich da noch hin? Das ist ja witzig. Jetzt noch nicht weiter. Okay. Wir fahren jetzt irgendwo hin. Wir fahren jetzt nach Booty Island waren wir schon. Hier waren wir erst und hier sind wir aktuell. Also wir fahren jetzt nach Booty. Deep inside LeChuck's Fortress. LeChuck, sir. I regret to report that Guybrush has found one of the map pieces to Big Whoop. You will regret it a lot more if he finds another! Stop him at any cost! But remember, I want him alive. Yes, sir! Richte Aussprache hatte. Creep. Ja. Sieht hier Kate wieder rum? Check it out! Glass bottom boat. Mit dir schwätzen wir jetzt mal. Cruises. Sie öffnen. What? Nein. See the world. I think she'd slug me. Glass bottom boat. I think she'd slug me. Glass bottom boat. Aber angucken können wir sie, oder? What are you looking at? Sightseeing. 3-hour tours. What's a nice girl like you doing in a place like this? Trying to avoid guys like you. 3-hour tours. Okay, jetzt schätzen wir mal. Could I have one of those leaflets? Hey, these things cost money. Okay. Are you the same Kate who bought all the near grog at the Bloody Lip? Yeah, and you can't have any of it, so don't ask. Hey Mel, ich hab dich befreit, du kannst mal ein bisschen netter sein. I'm searching for the treasure of Big Whoop. Yeah? When I was the first mate on the Limping Limpet, we went in search of Big Whoop. We'd heard it was buried under a place called Blinky Island. Never found the island or the treasure. The captain eventually died of boredom while we were crossing the Sea of Beige Flotsam. Hope your luck is better. Danke. Gut, da sagt sie, nee, da sagt sie, kostet unglaublich viel und das können und wollen wir uns nicht leisten. Und, I just remembered, I'm late for a party. You and everybody else on this island. If you need a ship, you know where to find me. 3-hour tours. Yep, Mädel. Check it out. Aber im Moment. Glass bottom boat. Habe ich nichts, was See da rein. World. Check it out. 3-hour tours. Oberes weißes Taschentuch. Sightseeing. Was machen wir damit? See the world. Air of the Paris. 3-hour tours. See the world. Sightseeing. Aber ich sehe, ich habe euch die 3 Minuten See gegeben. mit vielen M's und Ö's. See the world. So, und jetzt gehe ich erstmal weg Check von der Kate. Hier geht mir gerade auf den Zeiger. So, ja. Die Folge ist rum. Kurz und knackig. War mir wie immer ein Vergnügen. Wir sehen uns. Servus.